Doch, hallo. Jetzt schön bin ich an der Straße entlang gejoggt, Richtung Süden. Haben da einen Film gemacht. Wer es noch nicht gesehen hat, ich werde eure Infokarte oben reinmachen. Könnt ihr gerne dann auch mal schauen. Heute werde ich Richtung Norden laufen. Wurde darum gebeten, ob ich das nicht machen kann. Heute ist ganz schön was los an der Straße, stelle ich fest. Ja, ich wurde darum gebeten, ob ich das nicht machen kann, Richtung Norden zu laufen, dass man mal sieht, wie es dann Richtung Markt, Tütak, Tankstelle, mal gucken, wie weit sie kommen, wie es da aussieht. Und der Bitte komme ich natürlich gerne nach. Also, dann wünsche ich euch viel Spaß beim Video und lauf mal los. Ich bin heute ein bisschen später dran, da es gerade noch ein bisschen geregnet hat, habe ich mal gewartet. Aber es ist auch angenehmer von der Temperatur her, natürlich. The Glory Gold ist übrigens auch ein Hotel, das hat im Moment Gäste. Ist auch im SHA-Programm dabei. Also das heißt, diese Sandbox-Programm machen die mit. Ja, gibt da einige mittlerweile, 20 Hotels sind es, glaube ich, insgesamt. Oder sogar schon mehr. Das kann natürlich auch sein. Weiß ich nicht genau. Ich habe das natürlich weiter verfolgt. So, hier auf der Höhe vom See oder auch Bildmarket ist dann schon asphaltiert. Auf der linken Seite dann aber noch nicht. Und da muss man auch sagen, am See hat sich auch ein bisschen was getan. Und zwar haben die komplett außenrum. Ich laufe mal geschwind drauf, zeig's euch. So, relativ viele Leute gehen hier um das See rumlaufen. So eigentlich der Joggingpfad hier in Khao Lak. Kommen ziemlich viele Leute her. Und ja, haben sie hier nebenbei schon, oder den ganzen Rand, mit Steinen befestigt. Sieht eigentlich jetzt auch ganz sauber aus. Aber naja, werden wir mal abwarten, wie es weitergeht. Und dann gut zum Bildmarkt, muss man halt sagen. Da ist im Moment nichts los. Da gibt es zwei Jobs, die aufhaben. Eigentlich auch diese Warm-up-Bar, auch echt cool. Hier ist die Diskothek, die hat natürlich im Moment geschlossen, nebenan. Nebenan ist ein Nudelshop und hinten dran gibt es ein Restaurant-Bar, From Throttle to Bottle, hat auch auf. Ja, bloß die Diskothek natürlich zu. Aber ansonsten, hier hinten drin ist geöffnet. Ja, ist geöffnet. Aber naja, ist okay. Ja, und jetzt laufen wir mal weiter. Und wie gesagt, auf der anderen Seite fängt es jetzt hier dann an, dass schon geteert ist. Und das sieht man dann hoffentlich in der Mitte. Wird es dann auch so eine, ja, so einen Mittelstreifen geben, wie man das ja außerhalb schon sieht. Denke ich mal, dass sie das hier auch machen werden. Ready Cap? How are you? And you make exercise or you go with the dogs? Ja? Have a walk. Yeah, I make just a little bit video now to show a little bit promotion for Khao Lak. So maybe promotion for you, Gecko Bar, Linen Black. Huh? We don't know. We just have to wait. Hope the best, cross the fingers. We will see. Ah, don't say that. Don't say that. We will see. Okay, see you, good luck, bye. Also die zwei sind die Besitzer von der Gecko Bar, Lin und Black. Wirklich super Leute, ich mag die total. Von daher, klar, für die natürlich auch schwer Bar. Die hat halt die ganze Zeit schon zu. Aber Bar
mehr oder weniger Billard spielen, Kicker spielen, Dart, Sportbar, kann man Fußball gucken. Eigentlich auch von den Experts hier gut frequentiert normalerweise. Und hier kommen wir jetzt zum Body Balance, das Fitnessstudio Kaulack. Das hat eigentlich auch die ganze Zeit geöffnet. Immer jemand drin. Das ist eine coole Sache. Also hat eigentlich, ich wüsste nicht, doch die hatten kurz eine Phase, wo Zugschnupp zu war. Aber mittlerweile sind die geöffnet. Und ja, geht auch. Kein schlechtes Studio. So basic, nicht klimatisiert. Aber da ist alles drin, was du eigentlich brauchst, wenn du Pumpe willst. Ja, so jetzt haben wir ungefähr, oh scheiße, jetzt sind wir 18.30 Uhr. Schauen wir mal, ob man das auf der Kamera erkennen kann. Da drüben ist ein Thermometer. Das dürfte einigermaßen stimmen, 28 Grad. Also von daher immer noch schön warm. Hier kommen auch ein paar Fahrradfahrer, sieht man auch immer mehr. Also in der Region sehr früh morgens oder spät am Abend oder später Nachmittag sind immer Fahrradfahrer unterwegs. Hier drüben ist dann St. Savan Resort. Also das Restaurant ist mal geöffnet. Beim Resort bin ich mir nicht sicher, weiß ich nicht. Sieht aus, ist hin und zu. Aber vorne dran, Restaurant geöffnet. Und hier ist mein Café. Schau immer gut besucht morgens. Frühstück. Geht's dann zum Markt rein, zum Frischmarkt hier. Hier ist dann die zweite Einfahrt zum Frischmarkt. Mit 7-Eleven am Eck. So. Big Bike. Ich meine, die Leute stellen sich drauf ein. Ist eigentlich ein Guesthouse. Mit Bar und Live-Musik. Was im Moment natürlich nicht geht. Und von daher stellen sie sich drauf ein. Die machen jetzt Barbecue. Restaurant vorne dran. Also, wie ihr seht, auf jeden Fall mal geöffnet. So, ist cool. Magen. Wie gesagt, bin ich ein bisschen spät dran. Eigentlich nicht so gut, weil hier auf der Straße im Moment leider keine Beleuchtung ist. Das heißt, ja, wird dann sehr dunkel. Ja, jetzt sind wir bei Sonnenuntergang. Und hier ist Madamaché. Eigentlich ein ganz guter Supermarkt, kriegst du wirklich auch sehr viele Ware für Europäer. Was in den kleinen Märkten oft nicht der Fall ist. Und dann ist halt hier Pinocchio, Pizzeria, die sind hier mit einem Außenstand. Wer schon mal in Kaulack war, denke ich, der kennt Pinocchio auf jeden Fall. Leckere Pizza. Ja, und die sind jetzt halt, wie gesagt, die Leute passen sich an, wo was geht. Finde ja super. Alle sind flexibel und machen was geht. So, hier ist jetzt das, was ich meinte, was hoffentlich auch weitergeführt wird. Diese Mittelverkehrsinsel. Und ist natürlich sehr gut, weil es schmälert halt die Straße immens. Drüben auch ein Restaurant, waren wir gestern essen mit Bekannten. Kann man auch empfehlen. Die waren, glaube ich, früher am Strand, sind mittlerweile hier oben. Und dann sind wir hier an der Tankstelle, PTT in Kaulack. Und hier um die Tankstelle rum, das heißt hier vorne, ist dann der Eingang zum neuen Markt.
auch eine Art Frischmarkt. Also habt ihr ja schon gesehen, wenn ihr meine Filme verfolgt. Und ja, da ist auch, können die Leute wirklich, da ist sehr gut angenommen worden. Gibt es jetzt hier hinten, was soll ich sagen, noch kein Jahr vielleicht. In die Richtung geht's. Ja, es sind dann kleine Restaurants mit drin, so Marktbuden. Und ist auch einigermaßen Umtrieb. Laufe noch ein kleines Stückchen, aber ich glaube dann raus zu's. Sind wir dann, geht's dann ein Stückchen weiter runter in den Ort Kükkak. Bis dahin werde ich noch laufen, dass ich es dann auch rendiert hat, ein bisschen unterwegs zu sein. Jetzt ist hier die Einfahrt Kükkak, ist wirklich schwer zu erkennen mittlerweile. Also für mich fehlen die Markierungen, hat sich verändert. Wenn man jetzt was sucht zur Einfahrt, die Markierung muss man sich wirklich neu orientieren. Ich hoffe, es wird dann irgendwann wieder normaler. Wird dann irgendwann wieder normaler und man hat seine Landmark, also seine Markierungen quasi wieder, zum Beispiel in den Ort reinzufahren. Ich werde jetzt auch auf die andere Seite rübergehen und dann den Weg zurücklaufen. Vielleicht sieht man ja ein bisschen was anderes noch und es ist interessant für euch. Ja, wie man sieht, ein Mopedschrauber nach dem anderen. Ich finde die Läden echt lustig. Und hier sind wir dann wieder beim Markt. Eine Ecke näher dran. Oder auch manche bieten dann hier vorne schon an. Obst gibt es natürlich im Moment. Regenzeit, Früchtezeit. Jetzt könnt ihr mal fragen. Schauen wir mal. Body Balance, wenn die Preise interessieren. Aber ich glaube, da muss ich mal einen Lappen ins Gesicht ziehen. Fertig ab? I have a question. Open every day. You open every day? Yeah. And maybe you can tell me the price. Price? La car? Did you? Ah, here, okay, cool. Thank you. Also, am Tag kostet es 120 Baht. Die Woche dann 450. Im Monat, für einen Monat, sind es 1100, dann geht es weiter, 3 months, 6 months, 12 months, also für 12 Monate Jahresbeitrag wäre dann 9000 Baht und free Wi-Fi und Body Balance, cool. Okay, thank you very much. Okay. Na? See you. Wie gesagt, das ist so basic, aber ich finde es cool und wer jetzt kommt für 4 Wochen, trainieren möchte. Also ich denke, der findet hier schon relativ viel. Und ja, normalerweise ist das ganz gut besucht, aber eigentlich nicht überfüllt. Und jetzt laufe ich noch einmal da hier am See entlang. Ja, normalerweise gut besucht, aber nicht überfüllt. Also ist auch kurz nach dem See. So, ich hoffe, man sieht mich noch. Es ist ein bisschen dunkel geworden. Aber gut. Ich hoffe, ihr habt einen schönen Eindruck von der Straße. War interessant für euch, würde mich freuen. Und ja, wenn es euch gefallen hat, gerne schaut meine anderen Videos an. Guckt mal bei mir auf dem Kanal vorbei. Ich versuche es immer relativ abwechslungsreich zu halten. Von daher könnte für jeden was dabei sein, der Khao Lak-Liebhaber ist oder auch Thailand-Liebhaber. Ein paar Tipps gibt es vielleicht auch noch. Dann wünsche ich euch was und vielleicht bis bald in Thailand. Wäre schön, wenn es klappt.